Hier ist Herr Czech, das ist tschechische Schnitzkünstler, macht Originalfiguren zum Krippen und ist hier drittelmal in Schönheide. Hier ist eine Figur, was ist ganz frisch. Ja, mein Name ist Philipp Scharschmidt, ich mache Linolschnitte jetzt schon seit 1-2 Jahren. Ist prinzipiell so, ist ein Reliefdruck, alles das, was eben weiß ist oder weiß werden soll. Zum Schluss muss ich wegschnitzen, hier mit solchen Messern. Und zum Schluss wird es dann zum Schluss eben mit der Farbe eingerollt. Hier habe ich jetzt eine schöne alte Presse noch da, damit lässt sich leider nicht mehr ganz arbeiten. Ich drücke das dann mit der Hand ab, mit dem Nudelholz von meiner Freundin oder mit einem Löffel oder was da auch immer gehen mag. Und prinzipiell ist dann aber einfach so, dass man zum Schluss auf die gewalzte Platte das Papier drauf bringt und man kann es in schwarz oder in den allermöglichsten Farben machen, was einem da gerne liegt. Also ich heiße Manuela Hülisch, arbeite bei Mühle und wir machen Rasierpinsel in Handarbeit, in Manufaktur. Und dann in den Klopfbecher rein. Und dann in Form geklopft, dass die Rundung hier rauskommt. So, das ist jetzt der gebundene Kopf. Weiter kommt er dann, da wird er nochmal geklettet hier oben, also nochmal abgeschnitten gerade. Und als nächstes kommt dann das in so einen Becher rein mit Ring drauf. Und dann wird dieser Ring ausgegossen mit Leim und dann sieht es so aus. Und wenn wir den Kopf wieder rausnehmen, so ist dann der fertige Bostenkopf. Ja, mein Name ist Ulrich Hochmuth von der Firma Spezialbürsten Hochmuth. Und was ich hier mache, ist Handeinzug. Das heißt also, die Fasern werden mit einer Drahtschlinge in einem Holz befestigt. Schlinge gemacht, wird durchgesteckt, aufgezogen. Also das ist die Porzellanmaschine hier und dann wird es eingelegt und festgezogen zu Hände. Mein Name ist Peter Kober, ich bin eigentlich Retter, aber vom Beruf bin ich Tischlermeister und mache das hier, die Schärfen nur als Hobby hier zum Handwerker da. Ich bin der Elke Martin. Das wird bei mir ein Lichterbogen. Ja, ich bin der Undine Scheinflug mit der Firma Vanilla. Ich komme aus der Lauterstein und ich mache kleine Weihnachtsbäumchen. Und jetzt bestücke ich sie gerade mit Kugeln. Linda Meixner und mir gehört das Kleingewerbe Miha Mai und ich mache Traumfänger und Trockenblumenkränze. Mein Name ist Bes Helfried. Ich habe den Beruf als Stellmacher gelernt. Ich baue jetzt einen Handwagen neu auf, vollkommen neu, alles Holz neu. Da treibe ich die Speichen ein und die müssen genau in einer bestimmten Flucht liegen, damit das Rad am Ende nicht in Eier kommt.